Ja, hallo YouTube, ich bin's mal wieder, der Dominik, und ich bringe euch ein Team Deathmatch auf der Map Vakant. Gespielt wird die MP5K und das mit erweitertem Magazin. Als Sekundärwaffe habe ich dabei die Spaß 12, auch mit erweitertem Magazin, aber die kommt nicht einmal zum Einsatz, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und als Perks habe ich dabei Fingerfertigkeit Pro, Feuerkraft Pro und Ninja Pro, also ganz normale Standard-Perks. Dann abstellen, habe ich schon gesagt. Ne, ich glaube noch nicht. Auf der 5 ist es die Predator. Auf der 7 ist es der Harrier und auf der 11 der Hubschrauberschütze. Ja, das war es soweit zum Gameplay. Ihr seht ja selbst, was passiert. Und dann komme ich eigentlich zu meinem Hauptthema. Und das betrifft Headsets, Kopfhörer, beziehungsweise über was ihr eigentlich Call of Duty oder andere Spiele hört. Und da fange ich gleich mal an mit der Videofrage. Und zwar wollte ich von euch wissen, was habt ihr für Kopfhörer, beziehungsweise Headsets oder Lautsprechersysteme, je nachdem. Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Schreibt es einfach in die Videokommentare, das würde mich interessieren, wenn ich hier einen schönen Multi mache. Ja, ich wollte mit euch jetzt reden über Gaming-Headsets. Und zwar, es wird dir immer empfohlen, ja, kauft dir da Turtle Beach, PX5. 5.1, 7.1 und hast du nicht gesehen. Dieses ganze 5.1 und 7.1 Gedöns, darauf möchte ich jetzt eigentlich eingehen. Und zwar möchte ich als erstens klären, was ist eigentlich wirklich dieses 5.1 oder 7.1? Ja, 5.1 heißt einfach, dass man vorne drei Lautsprecher hat. Das heißt, links einer, in der Mitte einer und rechts einer. Dann hat man hinten noch zwei, und zwar rechts hinten und links hinten. Und dann hat man noch einen Subwoofer. Subwoofer, oh mein Gott. Der ist einfach für den Bassbereich zuständig. Und das muss man jetzt auf Kopfhörer übertragen. Und das heißt ja eigentlich, dass in einem Kopfhörer 8 Lautsprecher für 7.1 bzw. 6 Lautsprecher für 5.1 sein müssen. Aber ist das auch wirklich der Fall? Beim Beispiel vom PX5 zum Beispiel ist es überhaupt nicht so. Da gibt es nur einen Lautsprecher auf jeder Seite. Und das ist eigentlich auch bei allen Gaming-Headsets so. Es gibt nur zwei Ausnahmen. Ich weiß es nicht, welche das sind. Aber es gibt nur zwei von, keine Ahnung, Hunderten von Gaming-Headsets, die wirklich 5.1 bzw. 7.1 haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn die anderen sagen, ja, wir haben 5.1, 7.1. Wie bringen sie das zustande? Und da muss man sagen, die haben einen sogenannten Soundchip, das sagt euch bestimmt irgendwas. Und dieser Soundchip, der wandelt das Signal, das sie haben, von, ja, sie können auf 5.1 bzw. 7.1 empfangen. Und die wandeln das dementsprechend auf Stereo-Headsets um, also beziehungsweise Stereo-Kopfhörer. Das heißt, es wird 5.1 bzw. 7.1 auf einem Lautsprecher simuliert. Das heißt, oh Gott, wie oft sage ich denn das heißt? Es bedeutet einfach, ihr habt kein wirkliches 5.1 oder 7.1 Sounderlebnis, sondern nur ein ja, künstliches. Und was bringt jetzt eigentlich dieses 5 bzw. 7.1? Ehrlich gesagt, es bringt gar nichts. Es ist eigentlich wirklich so. Ich hatte mal das PX5, das hatte ich mal auf dem Kopf. Und ich habe damit MB2 gespielt. Das ist jetzt schon, Gott, das ist schon 4 Monate her. Ich weiß es gar nicht. Und danach war ich wieder daheim. Dann habe ich mein X11 angezogen. Das ist ganz normal Stereo. Und ich habe wirklich genauso gut orten können. Und ich finde es dann doch irgendwie krass, warum die da mit 5.1, 7.1 so ein riesen Gedöns drum machen, dass es eigentlich wirklich überhaupt nichts bringt. Und deshalb muss ich euch sagen, 5.1, 7.1 braucht man nicht. Und zwar überhaupt nicht im Kopfhörerbereich. Vor allem wegen dem Platz. Ich meine, es gibt ja nur einen gewissen Platz beim Kopfhörer. Und da 8 Kopfhörer bzw. 6 unterzubringen, ist dann schon ein bisschen krass. Und deshalb kauft euch einfach ganz normale Stereo-Kopfhörer. Am besten ja nicht über 100 Euro, das rentiert sich gar nicht.
Und ich habe da eigentlich jetzt noch ein paar andere Sachen, die ich ansprechen könnte. Aber das mache ich im nächsten Commentary. Da würde ich ein bisschen mehr auf die Technik eingehen von Kopfhörern und was man sich da am besten holen sollte. Falls ihr das sehen wollt, dann bewertet das Video doch bitte und gebt einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns doch bitte. Das, ja, das wäre ganz nett. In diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.